Ja, hallo, grüß euch, willkommen auf meinem Kanal. Ich habe jetzt gerade einen kleinen Gartenrundgang gemacht und da ist mir aufgefallen, dass hinter mir habe ich sehr viele Zucchini gepflanzt, dass da einige sehr große Zucchini schon drauf hängen. Die großen Zucchinis mag ich nicht mehr so gerne essen, weil sie dann teilweise schon weich werden. Und jetzt habe ich mir gedacht, werden wir mal ein paar von diesen Dingern ernten und dann machen wir eine leckere Hot Zucchini Salsa. Das hier ist ja unser Zucchini-Beet. Ich habe hier 8 Pflanzen reingesetzt, natürlich viel zu viel. Aber besser viele Zucchini als zu wenig. Und hier habe ich ja eine tolle Sorte. Und zwar ist das die Cocozelle di Tripolis. Das ist schon ein relativ großer Zucchini, den werden wir gleich dann hernehmen auch. Da habe ich auch wunderschöne Sonnenblumen gesetzt, dunkle Sorten. Ja, und da habe ich noch eine zweite Sorte, die auch schon große Früchte drauf hat, die werde ich ebenfalls ernten. Gut, das mache ich jetzt einmal und dann geht es in der Küche weiter. Holen wir mal die Schere. Ja, also schon ein schönes Exemplar. Ich weiß, es gibt natürlich Leute, die lassen es noch sehr viel größer werden, aber das ist, finde ich, schon das Maximum, was sie erreichen sollten. Gut, den zweiten hole ich mir jetzt auch noch und dann, wie gesagt, geht es in der Küche weiter. So, ich habe jetzt die ganzen Zutaten für die Zucchini-Salsa da mal am Tisch aufgelegt. Die Gewürze stehen dann noch in der Küche, die dazukommen. Was hätten wir da? Eben den Zucchini, den ich gerade geerntet habe. Und noch eine gelbe Sorte, also ca. 1,5 Kilo Zucchini brauchen wir da. Dann habe ich hier frische Tomaten. Habe ich gerade im Gewächshaus geerntet. Wunderschöne Früchte, Cœur de Sèvre oder True Colors. Ich habe es vielleicht aufgeschnitten, damit ihr das Innenleben einmal seht. Echte Schönheiten, fast zu schade zum Einkochen. Dann brauchen wir noch Knoblauch, habe ich auch geerntet jetzt, ein paar Zwiebeln. Und es soll natürlich auch, heißt ja nicht umsonst Hot Zucchini Salsa, also brauchen wir noch ein paar Chilis. Ich hätte hier Golden Cayenne, rote Cayenne, ein Jalapeno habe ich noch, das ist ein Purple UFO Chili und dann noch den Porto Coleva Fifi Rondka. Sind schon ziemlich eingetrocknet, macht ja nichts, für die Salsa ist das kein Problem. Kommt einfach auch dazu. So, wir haben jetzt da alle Zutaten da, die wir brauchen, vorbereitet. Ich glaube, ich habe euch noch gar nicht verraten, was wir machen wollen. Es wird eine Hot Zucchini Salsa. Da ist der Zucchini, den haben wir jetzt über Nacht abtropfen lassen. Also, dass der so gut wie kein Wasser mehr enthält. Dann haben wir Apfelessig, Zucker, selbstgemachtes Ketchup, eine kleine Portion, ein bisschen Passata. Die Tomaten, die wir gestern aufgeschnitten haben, die haben wir schon ein bisschen vorgekocht, damit die nicht schlecht werden, wenn die jetzt die Nacht stehen. Der Topf, den haben wir jetzt schon angemacht, also Öl reingemacht, dass das halt heiß wird. Knoblauch und Zwiebeln. Dann haben wir hier Paprikapulver, geräuchertes, Kurkuma. Jede Menge Gewürze, schon gemörsert und dann noch die Chilis. Die ganzen Mengenangaben zum Gericht schreibe ich wie immer in die Kommentare hinein unter dem Video. Dann könnt ihr es nachlesen und auch nachkochen, wer will. Als allererstes wird jetzt einmal der Kurkuma in dem Öl angeschwitzt. So, nur ganz kurz. Und Zwiebeln rein. Los. Run, run, run. Bitte.
So, schaut schon gut aus. Jetzt kommt der Knoblauch dazu. Der wird auch mit angebraten leicht. Gewürze. So, jede Menge Gewürze. Die haben wir im Mörser fein zermahlen. Wie gesagt, die Mengenangaben sind unter dem Video. So, das ist heller und dunkler Senf, Kreuzkümmel, Koriander, ein bisschen schwarzer Pfeffer. Einmal kurz mit anschwitzen. Dann duftet es recht herrlich. Paprikapulver dazu. Einmal umrühren, zweimal. Zucchini. So, jetzt geben wir auch den ganzen Rest noch rein. Die Tomaten. Na, schöne Farbe hat das. Das kommt davon, wenn man natürlich die bunten Tomaten hernimmt. So, Passata, natürlich auch selbst gemacht. Dann das Ketchup. Wir haben mal vor ein paar Jahren Ketchup gemacht. Mittlerweile macht man das nicht so gern. Erstens brauchen wir so viel Ketchup, weil die Kinder natürlich viel essen und ich denke einfach, da sind uns die Tomaten zu schade. Wir verwenden die dann lieber anders. Aber vielleicht machen wir ja wieder mal eine kleine Partie Ketchup. Schauen wir mal. Es gibt ja da auch alle möglichen Rezepte und Varianten. Und vielleicht interessiert es euch ja, wie wir Ketchup machen. Könnt ihr mir gerne unter das Video schreiben, ob wir mal ein Video dazu machen sollen. Dann kommt noch der Zucker hinein. Und der Apfelessig. Ja, nachdem es ja Hot Zucchini Salsa heißt, werde ich jetzt noch ein paar Chilis schnippeln. Das kann jeder machen, wie er will. Ich nehme da mal den gelben Cayenne. Man muss es jetzt nicht sehr klein schnippeln, weil wir werden ja das Ganze noch im Pürierstab bearbeiten. Also der gelbe Cayenne, dann nehmen wir vielleicht auch den roten, der ist schon ein bisschen eingetrocknet. Cayenne kann man ja sehr gut auch an der Staude trocknen lassen. Und vielleicht weniger von den Kernen nehmen. Dann haben wir noch diesen Purple UFO. Der ist auch schon ein bisschen eingetrocknet. Dann noch so einen verkreisten Chili. Das werde ich dann noch im Video zeigen. Welche Chili-Sorte das ist und was die damit, welche anderen Sorte wahrscheinlich verkreuzt hat.
Ja, und dann nehmen wir noch ein bisschen was von diesen kleinen Orangen. Porto Coleva Fifi Ronca. Wie gesagt, ihr könnt es. Nach oben sind der Schärfe natürlich keine Grenzen gesetzt. Schauen wir mal. Das glaube ich wird eh schon ziemlich scharf. Super hot Zucchini Salsa. Na, super hot wäre es nur, wenn wir wahrscheinlich die Habaneros verwenden würden. Okay. So, das werden wir jetzt ein bisschen aufkochen, dass sich das alles schön miteinander verbindet, der ganze Geschmack von den Gewürzen da in die Soße reingeht. Schaut auf jeden Fall mal schon interessant aus. So, das Ganze ist jetzt ein bisschen reduziert. Und jetzt werden wir mal den Pürierstab verwenden und das Ganze mal klein machen. So, das ist jetzt die Konsistenz, die wir gerne haben. Schön dickflüssig. Machen wir gleich mal einen Geschmackstest. Mhm. Schön würzig. Scharf. So wie wir es haben. Jetzt werden wir noch die Gläser holen und dann kann man es auch schon abfüllen. Kostet gleich nochmal, weil es so gut ist. Nicht was aufessen. Mhm. Lecker. So, das ist jetzt schön heiß. Ein bisschen. Fertig. So, nächstes Glas. Aus. Glasrand abwischen. So, jetzt machen wir noch den Rest und zum Abschluss werde ich das dann noch live für euch verkosten. So, jetzt habe ich mir das gemütlich gemacht, wieder den ganzen Tag gearbeitet und jetzt werde ich die eben in der Küche gemachte Hot Zucchini Salsa genießen mit einem Bratwürstel und einem Halloumi. Schauen wir, ob es eh gut geworden ist, aber ich glaube, da muss ich mir keine Sorgen machen. Schön fruchtig, dezente Schärfe. Gut ist. Ich hoffe, ich habe einen Gusto gemacht. Wer will, kann das natürlich gerne nachkochen. Die Rezeptangaben und die Mengenangaben poste ich unter das Video. Könnt ihr mir natürlich auch gerne wieder Kommentare da lassen. Wünsche, Beschwerden, Anregungen.
Dann genieße ich jetzt noch ein Zwickel, eines meiner Lieblingsbiere. Prost, bis zum nächsten Mal, euer Tomatenflüsterer.